Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette. Nach der Nationalmannschaftspause ist vor der 11. Runde in der Raiffeisen Super League und mit der höchsten Schweizer Fußballliga sind natürlich auch wir wieder zurück. Ganz herzlich willkommen zur Vorschau-Sendung Kickoff. Die fünf Spiele stehen auf dem Programm das Wochenende. Und auf zwei davon wollen wir in dieser Sendung hier näher eingehen. Zum einen auf das Duell zwischen den beiden Tabellen Nachbarn FC Lugano und FC Zürich. Und zum anderen auf das Duell zwischen dem Tabellenzweiten IB gegen der Tabellenzweitletzten Xamax. Und dann hat auch der Baschi noch seinen Auftritt hier in dieser Sendung heute. Anfangen wollen wir aber mit unseren Super League-Experten. Hier im Studio sind das heute der Philippe Montandon und der Benjamin Lüthi. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte Sie gerade mit einer einfachen Frage anfangen. Der 11. März 2001, was haben Sie da gemacht? Hat es mir dann schon gegeben? Ich weiß gar nicht. Ja, ja schon... knapp schon. ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich waren wir im Cornareda unten und haben den Sieg, oder den letzten Sieg vom FCZ miterlebt im Tessin. Du bist ein bisschen Streber, Philipp. Ja? Du nimmst mir jetzt ein bisschen den Witz aus der ganzen Sache raus. Und man kann jetzt gerade ja, ich war auch in der Matchvorbereitung für einen U13-Match oder irgendetwas. Nein, aber Philipp, du hast natürlich richtig erfasst. Das war der letzte Sieg vom FC Zürich in Lugano im Cornaredo. Das ist unfassbar lang her. Reden wir genau über das Spiel. Wir fangen aber nicht mit dem FC Zürich an, sondern mit dem FC Lugano. Und dem FC Lugano ist es zuletzt endlich wieder mal so richtig gut gelaufen. Man hat nämlich endlich wieder mal einen Match gewonnen gehabt. Nachdem Lugano vorher 8-mal nacheinander nicht mehr gewinnen konnte. In der Super League hat es im Wallis beim FC Sion geklappt. Mit 2-1 haben die Luganesi dort gewonnen kann. Was kann so ein Sieg nach 8 sieglosen Matchen, Philipp, auslösen in einer Mannschaft? Was kann das freisetzen? Das kann viel freisetzen. Vor allem, wenn man sieht, wie sie gestartet sind. So die ganze Historie von ihrem ersten Quartal von dieser Meisterschaft sind gut gestartet. Wir hatten eigentlich hochgejubelt. Sie haben erfrischenden Fußball gespielt, die ersten zwei Spiele. Erfolgreichen Fußball gespielt. Und man hat sie schon als Transfersieger ein bisschen bezeichnet gehabt. Zu Recht dazumal. Und dann sind sie in den Bäs hineingekommen. Und um den Schritt wieder zu machen, nach so langer Zeit, wo du eigentlich ohne Erfolg da gestanden bist, ist enorm wichtig für die Mannschaft, für das Selbstvertrauen. Und ja, ich bin gespannt, wie sie den Schwung mitnehmen. Treffen die auf der FC Zürich in einem Moment, wo für den FC Zürich eigentlich gar nicht schlechter sein könnte, weil eben jetzt genau endlich die Befreiung gekommen ist. Man hat ja vorher, der Philipp jetzt angesprochen, haben wir auch nicht schlecht gespielt. Man hat einfach nicht gewonnen. Ja, jetzt ist das passiert. Ich glaube, der Sieg hat extrem viel Kraft freigesetzt. Man hat gesehen, ja, also am Teamgeist ist es nicht gelegen. Sie haben auch irgendwie zueinander gehabt. Man hat es gesehen beim Jubel. Also sie waren wirklich sehr erleichtert gewesen. Und das Spiel war schon nicht immer so schlecht gewesen, aber es hat wie so das Quäntchen so gefällt. Und jetzt, nach dem Befreiungsschlag, 2 Wochen Pause, war es auch nicht so schlecht gewesen, um das Ganze zu verarbeiten. Aber jetzt hat man sich, glaube ich, wieder konzentrieren. Das ist sicher sehr, sehr schwer für den FCZ hier in Lugano etwas zu holen. Jetzt bei allem Positiven beim FC Lugano. Ein Haken hat die ganze Geschichte schon noch. Die beiden Goal gegen den FC Sion beim Sieg hat der Balint Vecej geschossen, also ein zentraler Mittelfeldspieler. Der ist jetzt mit 3 Goal Topscorer von seiner Mannschaft nach 10 Spielen. 5 Stürmer im Kader mit Galinhos, Gernd, Botani, Holländer, Dalmonte, die haben zusammen 4 Goal geschossen. Was kann man machen gegen die Goal-Impotenz von diesen Stürmern da vorne? Ja, das ist immer so, dass die Frage, was braucht es, dass ein Stürmer Goal schießt. Manchmal kannst du das erklären, manchmal kannst du es nicht erklären. Aber schlussendlich wird ein Stürmer an den Goal gemessen. Und ich glaube, dort geht es in erster Linie mal darum, auch vom Trainer aus, er hat noch nicht seine optimale Mischung gefunden. Also, mit wirklich 5 Top-Leuten, die er vorne hat, muss man ganz ehrlich sagen. Also nicht jede Super League kann auf so ein Kader zurückrufen für den Celestini, hat er seine Leute noch nicht gefunden. Und die müssen auch in den Rhythmus hineinkommen. Die müssen vielleicht mal 1 Goal schiessen, 2 Goal schiessen, dass sie nachher auch das Selbstvertrauen haben, dass du einfach als Stürmer am richtigen Ort platziert bist. Weil die haben alle, oder zumindest 2 von denen, haben letzte Saison bewiesen, dass sie sehr wohl Goal schiessen können. Galinhos 13 Goal, Gernd 9 Goal. Was könnte sich geändert haben auf die neue Saison, gerade bei diesen 2, die immer noch dabei sind? Sie haben für mich ein klares Spiel. Sie spielen mit einem 3-5-2. Und das ist immer ein bisschen. Sie haben recht viele Freiheiten vor. Und das ist einerseits mal schön für einen Stürmer. Auf der anderen Seite muss man mit dieser Freiheit umgehen können, mit dieser Freiheit. Oder? Und sie haben viele Laufwege, die sie machen. Und sie hat bis jetzt noch nicht so ineinander hineingegriffen.
Und für uns kann jetzt so ein Match wie jetzt, wo ein Mittelfeldspieler in die Presse springt, kann es noch für Stürmer so eine gewisse Freiheit geben, wo man wieder ein gewisses Vertrauen schöpft. Und ich habe das Gefühl, jetzt können schon langsam die Sachen ineinander hineingreifen und die Qualität, die Philipp angesprochen hat, zum Tragen kommt. Was auch helfen könnte, ist, dass der FC Zürich der nächste Gegner ist, weil gegen den haben wir sehr, sehr gute Erinnerungen. Zum Saisonauftakt hat es einen 4:0 Auswärtssieg gerade gegen den FCZ. Kann das jetzt nicht nur für die Stürmer, aber kann das nochmal Zusatzschwung geben für das Spiel am Wochenende, wenn man weiss, okay, im ersten Duell haben die wirklich keine Chance gegen uns, die haben wir in ihrem Stadion sogar noch regelrecht abgeschossen. Klar gibt das einem ein gutes Gefühl, aber der Fußball ist sehr schnelllebig, müssen wir ganz ehrlich sein. Und das, die Zeit läuft, sie haben viel Spiel, beide Mannschaften gehabt. Und ja, die Ausgangslage jetzt rein vom Mentalen her hat sich natürlich schon ein bisschen verändert gehabt. Wir sind in die Saison reingestartet, wir haben gewusst, was läuft. Eben, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, Lugano ist jetzt von ihren Erwartungen sehr stark runtergekommen. Der FCZ hinkt immer noch mit hinterher, haben zwar in letzter Zeit ein bisschen Aufwärtstendenzen auch erblicken lassen, aber es gibt natürlich ein besseres Gefühl, wenn du weißt, die Gegner haben wir schon mal, oder den Gegner haben wir schon mal besiegt. Ja, und es ist ja alles extrem für FC Lugano gelaufen bei diesem Spiel. Also es hat ja gut alles rausgekommen. Das 4-0 ist schon sehr, sehr hoch. Von dem her, es ist schon lange, es ist viel heißer gewesen. Es ist alles ein bisschen anders, glaube ich. Es ist schon lange her, aber es bleibt der 4:0 für den FC Lugano gegen den FC Zürich. Und für den FC Zürich ist es natürlich gerade zum Saisonauftakt eine herbe Klatsche gewesen. Es ist aber bis heute bei weitem nicht die einzige Klatsche geblieben. Wenn wir uns die Statistiken vom FCZ in dieser noch relativ jungen Saison mal anschauen, dann sind die, wir haben es im Titel schon geschrieben, doch mehr oder weniger beängstigend. Zuletzt haben wir auch gegen IB 4:0 verloren. Und das war schon das vierte Mal in dieser Saison, dass das im FCZ passiert ist. Dann ist man das schwächste Auswärtsteam der Liga mit nur 4 Punkten. Thun hat zwar gleich wenig, aber weniger hat niemand geholt in fremden Stadien. Es ist die schlechteste Goaldifferenz, die der FCZ seit 15 Jahren aufweist, mit einem Goalverhältnis von 8:22. Und das haben wir vorhin schon angesprochen, der letzte FCZ-Sieg im Gornaredo, der war im Jahr 2001. Benni, das macht jetzt wenig Mut für den FC Zürich, wenn wir uns die Zahlen alle so anschauen. Was spricht für dich dafür, dass der FCZ trotzdem ein bisschen Hoffnung haben darf? Ja, die letzten Spiele vielleicht und jetzt vielleicht auch die letzten 2 Wochen, wo wir wieder arbeiten konnten. Und die letzten 2 Spiele, IB war zwar auch 4-0, aber man hat in den ersten 30 Minuten hat man ein gutes Match gezeigt. Und das Auswärtsspiel in Servette hat man gewinnen. Das ist sicher wichtig für die Mannschaft. Auf der anderen Seite gleich auch 4x4-0, wir haben es vor der Sendung besprochen, das ist immer ein Riesenwaschen. Also das braucht immer sehr viel vom Trainer, dass du wieder aufbaust. Und 4-0 ist kein 3-0, sondern es ist ein 4-0. Das tut extrem weh. Von dem her, es ist sehr schwierig, dort wieder raufzukommen. Und die 4:0-Niederlagen, Philipp, sind alles gegen Mannschaften aus der Schweiz, die in der Europa League spielen in dieser Saison. Also 2-mal gegen IB, 1-mal gegen Basel, 1-mal gegen Lugano. Jetzt spielt man am Wochenende gegen Lugano, die Woche drauf gegen Basel. Die Aussichten könnten schöner sein, was die Gegner angeht. Gut, man kann es jetzt natürlich auch suchen. Und es gibt so viele Geschichten, die man statistisch hintergreifen kann. Nein, nichtsdestotrotz, also wenn du wirklich in 9 Spielen 4-mal 4:0 verlierst, dass Das macht etwas mit dir, wie das der Benni vorhin gesagt hat. Und da gibt es 2 Aspekte, die du betrachten musst. Das eine ist die defensive Kompaktheit einmal, und das andere ist, dass du einfach kein Goal schiessest, oder? Und da müssen sie an beiden Orten den Hebel ansetzen. Sie haben jetzt 2 Wochen wieder Zeit gehabt. Sie haben Elemente wieder dazu mitbekommen. Ein Pamadou, ein Marquesan, ein Schönbächler, die jetzt wirklich Aufwärtstendenz auch gezeigt haben. Auch im zentralen Mittelfeld, wo sie jetzt ein bisschen mehr Konstanz bekommen haben. Mit den 2 Jungen, mit Somm und das ist mir gerade auch empfohlen. Aber dass sie einfach mehr Konstanz reingebracht haben, dass sie wirklich auch Spieler haben, die das Spiel wieder prägen kann. Also von dem her sind sicher Aufwärtstendenzen sichtbar. Aufwärtstendenz ist ein gutes Stichwort. Der Trainer vom FC Zürich, Ludovic Magnin, den haben wir können treffen jetzt während der Nationalmannschaftspause und mit ihm unter anderem über die aktuelle Situation beim FCZ geredet. Und er braucht das Wort Aufwärtstendenz. Aufwärtstrend? Moment mal. War da nicht eben erst die 0:4 Heimpleite gegen IB? Ja, genau. Und natürlich hat auch Ludovic Magnin dieses Spiel nicht vergessen. Nur passte das Resultat damals für den Trainer so ganz und gar nicht zur Leistung seiner Spieler. Der Spieler spürt selber. Und nach dem Spiel habe ich in die Gesichter gemerkt, dass die eigentlich die gleiche Meinung wie wir haben.
Ich bin überzeugt, wir sind viele Spieler und viele Trainer, sind wir heimgefahren und wir haben uns gefragt, wie könnte man dieses Spiel 4-0 verlieren. So nimmt man ja beim FC Zürich also eine positive Entwicklung wahr. Eine Entwicklung, die für den Trainer nicht etwa von ungefähr kommt. Seit drei Wochen haben wir einen guten Konkurrenzkampf, was wir Anfang der Saison nicht hatten. Die letzten Transfers haben uns noch mehr gefestigt. Und jetzt die Spieler können sich mehr miteinander regeln mit dem Konkurrenzkampf. Und das ist für einen Trainer der Entscheidende. Wirklich entscheidend sind im Fußball am Ende aber die Punkte. Denn ohne die kann man ja lange von einem Aufwärtstrend sprechen. Ja, im Moment schafft es der Ludovic Manja aber ganz offensichtlich noch zumindest die Clubverantwortlichen davon zu überzeugen, dass man auf dem richtigen Weg ist, auch wenn die Resultate zuletzt nicht gestimmt haben. Ist ja auch nicht selbstverständlich, oder? Wenn du 4x 4-0 verlierst in 10 Spielen, dann hat es einen Mangel anderem Trainer wahrscheinlich auch schon den Job gekostet. Ja, es ist ja nicht nur, es ist ja saisonübergreifend, wo der FCZ am Kriseln ist. Und ja, ich sage, ich bin Fan davon, dass man Konstanz hat und dass man jemandem eine Chance gibt. Und das kann mal ein anderer Weg sein und das kann, kann vielleicht auch wegweisend sein für die Zukunft, dass dort der Erfolg auch ja, den Verantwortlichen auch recht gibt, dass sie ihn festgehalten haben. Jetzt haben wir vielleicht noch einen kleinen Mutmacher für den FC Zürich und auch den Ludovic Manja. Die letzten 4 Spiele waren Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Auch was wieder da? Sieg. Voilà. Also. Also, die haben immer noch die Hoffnung. Also, das hat man gemerkt im Interview. Die Frage ist, ob sie es auf den Platz bringen. So viel zum Spiel zwischen dem FC Lugano und dem FC Zürich. Bevor wir jetzt hier dann grad weitermachen mit dem Match zwischen IB und Xamax, wollen wir uns jetzt einem widmen, der ja, so etwas wie unser Lieblingsfußballfan und auch Hobby-Experte ist. Der Baschi teilt sehr gerne seine Gedanken zum aktuellen Fußballgeschehen mit uns. Und hier ist auch Baschi sein Freistoss. Also hey, Nazi-Pause, die Schweiz hat gespielt, hat gut gespielt, sind wir ehrlich. Sie haben die Punkte geholt, die sie müssen holen mussten. Und wahrscheinlich wird sie nicht mehr aufhalten, damit sie nächstes Jahr an der Euro dabei sind, wo wir uns ja eigentlich alle freuen. Also von dem her Daumen hoch für die Nazi, Daumen runter, aber für die Fans, also nicht von den Nazis, sondern von den anderen Nationalmannschaften, die sich auf der Tribüne mit Nazi-Gesängen und Hitlergrüßen und wirklich so etwas von uns abseits stellen. Das wollte ich einfach mal sagen. Der FC Thun, letzter Platz in der Meisterschaft mit mickrigen 6 Punkten. Obwohl ich eigentlich die Mannschaft gerne habe, die Oberländer, ist ein sympathisches Team. Das nächste Spiel gegen den FCB ausgerechnet. Wird wahrscheinlich noch mal eine weitere Niederlage zu Folge haben. Aber trotzdem wünsche ich dem FC Thun alles Gute noch für die Saison. Aber dann müssen sie jetzt ein bisschen Finger aus dem Arsch nehmen. No Warra, no Goal. No Warra, no Goal. Nein, so schlimm ist es wahrscheinlich nicht, aber IB, das ist natürlich heavy Dämpfer für die Mannschaft, die ja sonst schon genug Verletzte haben und jetzt gerade einer der Leistungsträger. Wieso sie gerade diesen Song spielen, die wissen es, das ist Bob Marley. Der Junge hat mehrere Talente, ist unglaublich. Hast du gewusst, in Bob Marley, seine Tochter, ist Botschafterin und Geldgeberin der jamaikanischen Fußballfrauen-Nationalmannschaft. Die Frauennationalmannschaft war mal kurz vor dem Zerfall. Als sie das gehört hat, ist sie eingesprungen als Botschafterin und als Geldgeberin. Und Jamaika war die erste karibische Frauennationalmannschaft, die sich für eine WM qualifiziert hat. Ah ja, der FC Zürich 4x 4-0 verloren. Das ist natürlich bitter. Und ich kann nicht sagen, dass mein Herz hier blüht, ganz ehrlich. Aber auch dem FC Zürich wünsche ich wieder einmal einen Sieg. An dieser Stelle. Tschüss. Ja, für welchen Verein ein Baschi sein Herz schlägt, das wissen wir alle. No Waro, no Goal, das hat definitiv Hitpotenzial, zumindest für einen Fansong bei eBay oder so. Ist aber komplett falsch in dieser Saison, wenn man die Statistiken betrachtet und damit wären wir bei eBay gegen Xamax. eBay hat in dieser Saison mit dem Waro 1,4 Goal pro Match im Schnitt geschossen und ohne ganze 3 Goal pro Match. Emanzipiert sich eBay in der Offensive aktuell gerade so ein bisschen vom Waro?
Also, ich würde es nicht sagen, weil er sich noch nie richtig fix gefühlt hat, aus meiner Sicht. Er ist immer am Anfang verletzt, bei der Champions League reingekommen. Er ist sicher extrem wichtig. Aber ich glaube, sie brauchen ihn immer noch. Einfach so als Typ und als Stürmer. Aber sie hat natürlich Lösungen, die du als Top-Frame musst haben. Also, da musst du alternativ haben. Die sind im Moment sehr, sehr gut bei IB. Aber ist ja vor allem auch neben dem Platz extrem wichtig, immer noch fast ein bisschen mehr mittlerweile als auf dem Platz? Ja, das haben wir ja schon in den letzten Jahren immer gehört, dass er so der Stimmungsmacher ist und die gute Seele von dieser Mannschaft. Und ich denke jetzt gerade auf die neue Saison, wo es wirklich mit dem Steve von Bergen auch wirklich den Kopf von dieser Mannschaft verloren hat, dass er vielleicht die Rolle noch ein bisschen ausprägter, ein bisschen führt in der Mannschaft und die Jungen auch versucht zusammenhalten. Also das ist nicht nur ein Kopf auf dem Platz, sondern eben, was du angesprochen hast, bin ich auch neben dem Platz sehr, sehr wichtig. Dass er gute Stimmung machen kann, das wissen wir alle. Wir können noch mal schnell reinhören ins Konzert, das noch letzte Woche gegeben hat, in der Mühle Hunzigen. Der Guiwaro mit Band. Ja, der Guiwaro macht Stimmung, sehr eine entspannte Stimmung natürlich. Man muss wissen, dass Billy Hunziker, da kommt nicht einfach so her. Also das ist schon eine Institution in Bern. Ja, da hilft es aber schon auch, wenn man hilft IB-Spieler sicher, ist. Hilft sicher, wenn man ein paar Goal geschossen hat. Genau. Und es sind noch diverse andere IB-Spieler. Ich glaube, vier sind im Publikum gesehen. Wenn man sich auf Xamax vorbereitet, dann sollte vielleicht ein bisschen weniger entspannt werden. Vielleicht nicht schlecht, als wenn man Bob Marley hört. Ja doch, gewisse Lockerheit musst du immer auf den Platz bringen, dass du deine Leistung kannst abrufen. Reden wir aber noch schnell seriös über die Verletzungsgeschichte bei den Berner Young Boys. Es ist ja nicht nur der Guiwaro verletzt, es sind auch noch diverse andere. Wir haben sie mal aufgelistet in einer Grafik. Die Liste ist wirklich lang und auch prominent besetzt. Eben Waro, dann Laupo, Siero, Suleimani, Camara, Pereira, Spielmann, Assale und wie sie alle heißen. Es ist effektiv eine lange und prominente Verletzungsliste und es ist sicher auch ganz viel Substanz, die den Berner Young Boys aktuell fehlt, dort im Kader. Trotz allem ist es aber für die Berner offenbar kein Grund zum unruhig werden. Das hört man zumindest raus, wenn man Christian Fasnacht zulässt. Ja gut, es hat ja nicht viele Veränderungen gegeben in der Stammformation. Auch die Spieler, die immer reinkommen, machen einfach ihren Job hervorragend. Ja, wir haben ein bisschen Verletzungspech, aber wie schon gesagt, jeder, der nachrutscht, bringt einfach seine Leistung auf den Platz. Und ja, wir können es als Mannschaft kompensieren, es harmoniert, es funktioniert einfach schön, in dieser Mannschaft zu spielen. Im Moment funktioniert es wirklich noch hervorragend. Man ist nur ein Punkt hinter Basel in der Tabelle. Man ist auch noch ungeschlagen in dieser Saison. Aber es ist schon viel Substanz, die fehlt. Kann das langfristig gut gehen so? Nein, aber genau aus diesen Gründen hat man ja ein Kader, das nicht nur 11 oder 14 Spieler beinhaltet, sondern 5, 26 und über eine Breite mit guter Qualität besetzt. Und dem haben sie jetzt auch Rechnung getragen, dass ein Camara auf Rätsel ist, dass jetzt ein neues Element in der Innenverteidigung geholt hat mit dem Bergström. Sörensen, Entschuldigung. Und also nicht so mit den Namen. Das spielt nicht so eine Rolle. Ja, und das ist so. Also, wenn du international spielst, gerade in der Champions League Quali dabei bist, dann hast du natürlich, musst du dem Rechnung tragen. Und sie sind sehr gut aufgestellt. Jetzt sind andere Spieler, die dort in die Presse reinspringen. Eine Fasnacht, die momentan sehr, sehr gut aufgeleitet ist. Und auch die Goalschüsse, die Aro sonst garantiert hat. Also, die machen schon den richtigen Weg zu Bern. Fasnacht sehr gut aufgelegt, das richtige Stichwort. Er hat in den letzten drei Spielen wettbewerbsübergreifend, also Super League und Europa League, 4 Goal geschossen. Ist aktuell sicher so ein bisschen der Mann der Stunde bei den Berner Young Boys. Wie wichtig ist es, dass eben genau in dem Moment, wo viele Spieler verletzt sind, wo Substanz fehlt, dann eben die Einzelspieler, die das können, in die Bresche springen und den Unterschied machen im grossen Spiel? Ja, ist sehr wichtig. Jedes Top-Team hat ein, zwei Spieler, die den Unterschied machen können. Manchmal sind es immer andere Spieler. Waro ist immer wieder, jetzt kommt der Fasnacht nach einer schwierigen Anfangszeit in dieser Saison, wo er lang verletzt war. Wechselt er nicht. Sie sind noch ein paar Leute überrascht, dass er noch bei IB ist. Jetzt kann er wirklich noch beweisen, dass er Teil dieser Mannschaft ist und ein wichtiger Teil. Und jetzt ist auch wieder das Thema für die Nationalmannschaft. Also, es ist extrem wichtig für ihn selber und auch für den Verein. Nach 2 Jahren, wo es extrem gut gelaufen ist, um mal unter Beweis zu stellen, okay, wenn wir ein Problem haben, es funktioniert gleich, wir bleiben zusammen, wir sind zweit und wir haben eine Chance auf den ersten Platz in den nächsten Spielen. Und man spielt gegen Xamax und das ist, ohne jetzt irgendwie respektlos zu wirken gegenüber Xamax, eine Aufgabe, die IB daheim meistern muss. Ja, wenn du Meister werden willst, dann musst du Xamax daheim schlagen. Das ist richtig. Obwohl sie auch Xamax gewisse Aufwärtstendenzen erkennen lassen.
Genau, das ist nämlich so. In den letzten beiden Spielen hat Xamax 4 Punkte geholt. Ist also nur vermeintlich ein einfacher Gegner für die Berner Young Boys. Die 4 Punkte haben sie sich geholt. Einerseits auswärts beim FC Lugano, wo sie mit 1:0 haben können gewinnen. Und dann später auch noch im Heimspiel gegen Servette, wo es 2:2 gegeben hat. Man ist damit auch weggekommen, zum ersten Mal seit langem vom letzten Tabellenplatz. Ist effektiv ein Aufschwung erkennbar bei den neuen Burger? Oder was sind die Gründe für die guten Resultate? Also ich habe schon immer gesagt, Aufschwung immer schon zu fügen. Sie sind einfach ein gewisses Level, wo sie können durchziehen können. Sie sind für alle Gegner sie sind einfach unangenehm. Sie haben eine gewisse Konstanz. Sie sind hart auf dem Mann drauf und dann wird es für IBE schwierig. Aber Xamax ist schon mehr so eine Konstante in der Saison auf ihrem Niveau, wo sie sind. Ja. Aber sie haben alle Punkte, die sie brauchen und konstant. Und von dem her würde ich nicht von einem Aufschwung reden, sondern eigentlich von so einer leicht steigenden Kurve. Permanent steigen, siehst du das an? Ja, ich sehe es ein bisschen differenzierter, weil ich habe das Gefühl, wirklich nach dem Spiel, das sie in Luzern verloren haben, haben sie sich so ein bisschen Schneckenhäuser zurückgezogen. Oder? Wir haben mal ein abgewartet, wir haben ein nicht genau gewusst, was wir machen. Wir wollen auf die Defensive ein stabilisieren, weil wir jetzt doch wenig Punkte geholt haben. Und dann ist das Umdenken, sie sind zu Lugano runtergegangen und sind eigentlich dort von den ersten Minuten an sehr, sehr präsent und sind nach vorne gelaufen. Also sie haben agiert, anstatt dass sie immer eigentlich reagiert haben auf den Gegner. Und das war für mich eigentlich so die Initialzündung, dass dementsprechend auch die Mannschaft mehr im Ballbesitz war und sich offensiver ausgerichtet hat und so zu diesen Punkten gekommen ist. Also, sie haben eine gewisse Konstanz, muss ich dir recht geben, aber ich finde, sie haben ihren Stil haben sich jetzt ein bisschen angepasst, dass sie ein bisschen mutiger geworden sind. Ein bisschen mutiger, ein bisschen offensiver. Jetzt gehen sie auf Bern, spielen dort gegen das wahrscheinlich immer noch spielstärkste Team der Liga. Wie fest darfst du mutig sein und offensiv spielen selber als Xamax? Ja, unbedingt. Natürlich nicht ins offene Messerlauf. Aber es ist immer schön, wenn du kannst auf Bern gehen als Neuenburg. Es ist recht nah, es sind viele Leute da. Da kann man fürs von der Leber weg spielen. Und gleich schauen, dass man halt wirklich defensiv halt, verhebt. Und vorher hat man Nuzzolo, der sicher besonders motiviert ist nach seiner Zeit in Bern. Und da ist einiges möglich, finde ich, spontan. Sehr gleich. Ja, schlussendlich muss jedes Spiel gespielt werden und wir sind in der gleichen Liga. Klar, man hat einen Klassenunterschied, Qualitätsunterschied ist ganz klar vorhanden. Aber wie gesagt, wenn sie jetzt den Schwung können mitnehmen und ich sage gerade eben, auch ihre Mentalität, dass wirklich mutiger geworden sind, auch mal noch offensiv spielen, weil wenn du in Bern kommst und einfach mal sagst, okay, jetzt safety first, ich will hinten spielen, dann kommt es mit dieser Qualität, mit dieser Wucht, die Bern offensiv einfach mitbringt, irgendwann kesselt es hinten. Mhm. Und du kannst nicht immer auf gut Glück hoffen, dass der Nuzzolo irgendwann mal wieder einen Geniestreich auspackt. Also, sie sind gut bedient, wenn sie offensiv mutig auch agieren, dass sie etwas könnten holen. Die Geniestreich vom Nuzzolo, ich erinnere mich gerade an eine Geschichte, wo mal ein Xamax-Spieler gesagt hat, ich nenne jetzt keinen Namen, er hat gesagt, weißt, das Einzige, was du wissen musst über Xamax ist, du musst einfach dem Nuzzolo den Ball geben, dann kommt es schon gut. Wird wohl so sein, aber schnell für den Gegner ein einfach zum Ausrechnen. Von dem her, der Karlin ist auch noch da, der jetzt auch gewisse Flexibilität reinbringt. Von dem her, sicher sehr wichtiger Mann, aber auch nicht der Einzige. So oder so geht aber sicher IB als Favorit in das Heimspiel gegen Neuchâtel Xamax. So viel an dieser Stelle zu dieser Partie. Es gibt noch drei andere, die wir noch nicht darüber geredet haben, die wir jetzt aber nachholen wollen. Wir machen das kurz und kompakt. Luzern gegen Sion. Der FCL schießt wieder Tore. In den letzten 5 Spielen doppelt so viele wie zu Saisonbeginn. Gegen Sion soll es so weitergehen. 5 Siege und nun 3 Niederlagen in Serie. Ist Sion in der Krise? Mit einem Sieg gegen Luzern könnte man sie abwenden. Servette gegen St. Gallen. 2:0 geführt und dann den Sieg doch noch aus der Hand gegeben. Servette muss aus dem Spiel gegen Xamax lernen. Aber der Gegner heißt St. Gallen. 12 Tore, 4 Gegentreffer, 13 Punkte. Das die Ausbeute aus den letzten 5 Spielen. Grün-Weiß ist das Team der Stunde. Basel gegen Thun. Die Abwehr sattelfest. Die Offensive in Torlaune. Der FC Basel, der logische Leader der Super League. Umgekehrt der FC Thun. Eine Bilanz von 1:14 Toren in den letzten 6 Spielen.
Die Oberländer haben nichts zu verlieren in Basel. Der FC Thun also zu Gast beim FC Basel. Und der FC Basel, der ist dann Thema am Sonntag hier bei uns in der Sendung Heimspiel. Und zu Gast dort unter anderem der Cheftrainer vom FCB, der Marcel Koller. Es lohnt sich also auf jeden Fall, dann dort einzuschalten. Ab der 6:30 am Sonntag auf Teleclub Zoom. Vom Kickoff, was das an dieser Stelle war, bedanke mich ganz herzlich bei Philipp Montandon und Benjamin Lütti. Schön, dass ihr da seid. Danke. Und bedanke mich natürlich auch bei Ihnen daheim. Schön, haben Sie uns zugeschaut. Wir zeigen Ihnen jetzt noch mal die 5 Spiele, die sind das Wochenende. Sie können sie alle wie immer schauen, live hier bei uns bei Teleclub. Noch einen schönen Freitag oben und ein wunderbares Wochenende allerseits. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.